Hallo und herzlich willkommen, liebe History Games Enthusiastinnen und Enthusiasten. Herzlich willkommen zurück zu Field of Glory Empires, beziehungsweise Field of Glory 2 gerade, denn wir haben mal wieder eine große Schlacht anstehen. Eine der römischen Flotten, die römische Flotte, die aus Karthago übergesetzt ist, da die Offensive abgebrochen hat, die wir mit unserer Flotte verfolgt haben, wo wir auch ein paar Schiffe versenkt haben, die hat es geschafft, in dieser Runde 204 vor Christus zu landen bei Syrakus in der Region Herai und stellt uns hier zum Kampf. Sie will die Belagerung von Syrakus brechen. Ich habe unsere Aufstellung schon mal erledigt. Wir haben sehr viele Spießphalanx-Einheiten dabei. Einmal hier unter Paramos, den rechten Flügel, und dann unsere Hauptabteilung, Zentrum und linker Flügel unter Euklides, unserem Oberbefehlshaber. Auf dem rechten Flügel 3 Kavallerieeinheiten unter Drakon. Und, habe ich gerade rechts gesagt, auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite haben wir hier Kyriakos mit dem Großteil unserer Kavallerie. Die Elefanten hier im Zentrum im offenen Gelände. Wobei, wartet mal, die wollte ich doch eigentlich mal gegen gegnerische Kavallerie einsetzen, ne? Das heißt doch eigentlich, müssten die hier mal hier auf den Flügel kommen. Das will ich jetzt nämlich mal probieren. Dann machen wir das so und bitte der Kommandogruppe hinzufügen und dann könnt ihr ruhig alle einen aufrücken. Das ist kein Problem. Stellen den General vielleicht hier rein. So viel zu, ich habe die Aufstellung schon mal erledigt. Machen wir es mal so. Den können wir nicht, der steht außerhalb des Bereichs. Kyriakos. Genau, und Plänkler, leichte Einheiten hier im vorderen Bereich, hier in dem unebenen Gelände. Da seht ihr auch, im Zentrum unserer Linie haben wir die Turioforoi aufgestellt, die in dem Gelände ja ganz gut kämpfen können. Ansonsten überwiegend Spießphalanx, außen ein paar Turioforoi und schwere Infanterie, die wir auch in Reserve überall haben. Gehen wir rein in die Schlacht. Und da sehen wir die römische Aufstellung. Sie sind uns kräftemäßig leicht unterlegen. Das müssten auch schon alle Einheiten sein. Oder was heißt leicht unterlegen? Sie sind zahlenmäßig deutlich unterlegen. Kräftemäßig glaube ich nicht so sehr, weil sie hier die marischen Reformen schon durchgeführt haben und entsprechend stärkere Legionen haben. Elite-Einheiten, Sturmfähigkeit. Da haben sie eine ganze Menge davon. Und dann haben sie noch ein paar Allei, also Verbündete, italienisches Fußvolk. Hier hinten interessanterweise noch die 21. Legion in der Reserve. Ja, leider nur eine Kavallerieeinheit, nämlich Blossius, Bibaculus und Vedites und Plänkler aus Dalmatien. Okay, und Curtius hier drüben und Cecilius, wo ist denn der Oberbefehlshaber? Antius, hier, Antius. Mit der 22. Legion. Da sind wir mal gespannt und starten mal, indem wir unsere leichte Kavallerie nach vorne beordern und unsere Plänkler ebenfalls. Da haben wir ja komplett freie Bahn soweit. Auch die Kavallerie auf dem Flügel. Sie wird hier sicherlich, denke ich, links diesen Sumpf umgehen und dann vielleicht hier ein paar Einheiten in der Flanke binden. So, die gesamte Hauptlinie kann ebenfalls vorrücken. Wunderbar. Diesmal spielen wir nicht defensiv oder nicht so defensiv wie sonst, sondern wir wollen vorgehen. Ah, die Elefanten sind nicht ganz so schnell wie die Kavallerie, sehen wir gerade. Aber ob die jetzt hier sowieso in der Idealposition sind, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ich will mit denen mal ein bisschen herumexperimentieren. Wie gesagt, sie haben einen Bonus gegen Kavallerie, wie mir scheint. Dass die, okay, einmal nur die Velites sind vorgekommen, dass sie die Kavallerie schneller in Panik versetzen. Und wir rücken weiter vor, schwenken hier mal ein. Könnt ihr noch einen weitergehen? Nee, leider nicht. Gehen hier um den Sumpf herum. Können noch einschwenken, jawohl, weil sie noch in der Reichweite des Generals sind. Auch hier können wir weiter vorrücken. Ja, jetzt stehen die hier natürlich in dem Gelände, was ihnen jetzt nicht ganz so zuträglich ist, aber das bleibt ja wahrscheinlich auch nicht allzu lange so.
Okay, theoretisch könnte die Kavallerie noch einen Schritt weiter gehen. Dann machen wir das mal mit vereinzelten Einheiten, dem General zum Beispiel. Ja, jetzt blockieren diese hier den Weg, aber wir haben sie ja noch gar nicht zum Einsatz gebracht. Von daher werden wir mal die Velites hier ein bisschen bearbeiten. Ah, haben leider Stand gehalten. Na gut. Kann man nichts machen. Und das war schon unser Zug. Das geht hier rucki zucki. Da kommen jetzt Velites im Zentrum. Ui, die machen gut Schaden. Zumindest die einen hier. 29, 18 von den Plänklern. Die eine ist schon geschwächt. 19. Ja, die sind nicht schlecht hier, muss man mal sagen. 14 hier gegen die leichte Kavallerie. Okay, aber dabei belassen sie es wieder. Dann werden wir jetzt hier auf dem Flügel, ja, mal in diese Richtung vorrücken. Können hier noch einschwenken, das ist gut. Kavallerie kann komplett einmal weiter und dann auch schon mal hier sich schräg aufstellen. Ah, und die müssen wir jetzt alle schon einzeln befehligen, leider, weil wir zu nah am Gegner sind. Na gut. Bereiten wir hier den Kavallerieflügel mal vor, auf der rechten Seite. Wo ich alle mal einschwenken. Der Elefant, naja, oder die Kriegselefanten, sollte man ja eher sagen. Halten wir die mal so und schicken noch mehr Einheiten darüber. Ja. Vielleicht können wir dann hier sogar tatsächlich noch ein Überflügelungs- Manöver hinbekommen. Ja, und wollen wir weiter vorrücken? Ich würde sagen, ja. Das dauert jetzt leider ein bisschen, wenn man alle einzeln befehligen muss. Was ich ein bisschen... Also ich kann das nachvollziehen, warum die Spielmechanik so ist. Finde es aber, wenn es jetzt hier gegen Plänkler geht oder so, sollte das vielleicht nochmal möglich sein. So eine Riesenbedrohung sind die jetzt auch nicht. Ja, das ist blöd, dass die jetzt hier im unebenen Gelände stehen. Ich bin mal gespannt, wie sich die Toriophoroi gegen die römischen Legionen hier schlagen. Ich hoffe ja darauf, dass die zahlenmäßige Überlegenheit unserer Spießphalanx, also Sarissa-Einheiten hier, den maßgeblichen Unterschied machen wird, beziehungsweise in der Lage sein wird, den Ansturm der römischen Legionen aufzuhalten, dem standzuhalten. Wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt. Hoffe ihr auch. Und wir gehen in die nächste Runde. Schauen mal, ob die Römer jetzt reagieren, und ich merke gerade, ich habe total vergessen, mit den Plänkler-Einheiten hier zu schießen. Naja, vielleicht sollte ich nicht ganz so hastig sein. Okay, die erste Einheit ist in Panik. Ja. Nächste Einheit ist geschwächt. Die wird jetzt wahrscheinlich... Oh, da kommt die Kavallerie. Das ist interessant. Blossius, der Unterfeldherr. Ja gut, die fliehen da durch. Alles klar. Na gut, so. Dann müssen wir uns mal überlegen. Wollen wir die jetzt hier rausnehmen, aus dem Weg nehmen. Also die hier auf jeden Fall, die sind ja angeschlagen. Vielleicht können die sich nochmal ein bisschen erholen. Hier greifen wir ruhig nochmal an, würde ich sagen. Und schicken hier die Toriophoroi nach vorne. Gut, dass hier jetzt die Lücke entstanden ist. So können die dann halt noch durchrücken. Da-dum-da-dum-da-dum. Unser linker Flügel, Vorwärtsmarsch. Unsere Reserveeinheiten, Vorwärtsmarsch. Hier einmal bitte ausweichen, genau. Ja, hier müssen wir so ein bisschen gucken, dass wir natürlich nicht uns zu stark auflösen. Muss dran denken, dass die Kavallerie noch sich bewegen muss. Ja, wollen wir die jetzt mal... Komm, wir versuchen mal, die zu vertreiben. Genau, dann gehen die hinterher. Angriff von hinten, sehr gut. Dadurch haben wir die zermürbt. So, und jetzt wird hier nämlich ein bisschen Platz frei, sodass wir Blossius angreifen können. Wenn wir dahin ziehen, können wir noch... Ja, können wir uns noch drehen, hervorragend. Gut.
So stehen wir dann nämlich unserer eigenen Linie nicht mehr im Weg. Hier kann die Kavallerie mal bitte den Angriff unterstützen. Hält dem Flankenangriff stand. Das ist ja beeindruckend. Römische Disziplin hier am Werke. Und naja, dann schicken wir die Kriegselefanten rein. Nochmal den Flankenangriff. Den werden sie ja wohl jetzt nicht... Den haben sie auch standgehalten. Das ist ja... Wow. Vierfacher Angriff ist hier nötig, um diese Einheit Velites in die Flucht zu schlagen, die jetzt nochmal ordentlich gestellt wird von der ganzen Kavallerie. Allerdings ist natürlich auch der Elefant... Oder sind die alle Elefanten jetzt hier hinterhergegangen? Naja, schauen wir mal. So, ihr solltet bitte hier außen weiter den Flügel hochgehen, sodass wir hinter die feindlichen Linien kommen. Und dann haben wir noch diese Plänkler hier drüben, die jetzt langsam in Gefechtsnähe kommen. Ja, und diese Formation kann noch geschlossen weiter unter dem Befehl ihres Generals vormarschieren. Hervorragend. Dann haben wir jetzt aber alle Einheiten gezogen. Ja, diesmal habe ich es gecheckt. Okay, die verfolgen weiter, aber nur die beiden zum Glück. Das ist gut. Im Zentrum kommt wieder der Plänklerangriff. Jetzt hier sogar Nahkampfangriff. Interessant. 39 Schaden gegen die Toriophoroi. Das ist natürlich... Ja, aber die haben gut Leute dabei. So, jetzt rücken die Legionen vor. Wir sehen das hier. Sie bleiben in ihrer Schachbrettformation. Mir fällt gerade der historische Name dafür nicht ein. Das haben die Römer ja so gemacht, weil sie... dadurch halt Wege offen hatten, damit Einheiten sich zurückziehen konnten, damit sie neue Einheiten, frische Einheiten nach vorne führen konnten und so. War auch ein entscheidender Faktor, warum das römische Militär so erfolgreich war. Natürlich nicht nur, aber Teil des Erfolges. So, greifen wir die Velites mal an, die weichen jetzt aus. Hier sicherlich auch. Mhm. 10. Können wir die angreifen? Leider nicht. Ja, ich möchte eigentlich jetzt nicht mit der Spießphalanx hier... Naja. Ah, genau, die gehen nämlich zwei vor. Das wollte ich eigentlich nicht. Die ist nur ein. Ja, das exponiert diese Einheit natürlich ein bisschen. Nicht optimal, jedenfalls. Und hier kommen wir nicht rein, um da zu unterstützen. Wenn hier mal direkt zwei vorgehen, damit die Toriophoroi nicht so viel abbekommen. Und jetzt sehen wir schon, wir haben hier auf dem Flügel so viele Einheiten, wir wissen gar nicht, wohin mit denen, ne? Hm. Die Reserven vielleicht schon mal hier so leicht ins Zentrum beordern. Damit die da gegebenenfalls unterstützen können. Ihr könnt ruhig einen vorziehen. Ihr bleibt so, genau. So, jetzt haben wir hier die Gelegenheit schon mal von der Flanke aus diesen Feldherrn hier zu beschießen. Curtius Ripanus. Und meinetwegen auch schon mal die Legion hier hinten. 21. Hier ist unebenes Gelände, da müssen wir natürlich drauf achten, deswegen rücken wir mal hier so davor. Rüber, aber ich denke, wir bleiben erstmal. Ne, ihr dreht euch vielleicht schon mal. So. Die Einheit könnte noch hier hinten rumziehen, deswegen lasse ich sie mal so schräg stehen. Toriophoroi sollten in der zweiten Reihe stehen bleiben, das war so angedacht. Dann machen wir das auch so. Hier gehen wir weiter nach vorne. Und ja, die Frage ist, können wir diese Kavallerie irgendwie verjagen? Wahrscheinlich nicht. Standgehalten, ja. Wir hätten natürlich hier versuchen können, Flankenangriffe zu reiten mit der leichten, aber das ist natürlich wenig erfolgsversprechend gegen eine schwere Kavallerie. Von daher jetzt, entweder greifen wir jetzt hier an, aber ich würde sagen, nein.
Das wäre jetzt hier eigentlich ein Job für die Elefanten, ne? Die sind noch im Verfolgungsmodus. Dann schicken wir die jetzt mal hier rüber, die angedacht, so. Und dann gucken wir mal, der kann hier hin. Könnt ihr euch noch drehen? Leider nicht. Ihr könnt euch aber drehen, das ist gut. Ja, und jetzt denke ich, werden wir hier angreifen, damit die Einheit nicht hier in den Rücken fällt. Und dann können wir in der nächsten Runde mit der Spießphalanx hier mit reingehen. Machen wir es so. Sie weichen natürlich aus, ja, aber eine Einheit oder ein... drei Einheiten und ein, wie sagt man noch gleich, eine Base haben wir erwischt. Ja, dann können sich die leichte Kavallerie hier schon mal ausrichten, hier irgendwie durchzusickern. Und die beiden sind jetzt leider blockiert. Gut, da können wir nichts machen. Haben wir Einheiten nicht gezogen? Ja, hier hinten Reserveeinheiten. Und wir müssen auch hier den Nahkampf noch machen, weil dann eine 10% Siegwahrscheinlichkeit. Ja, okay. Gut, das war's für unseren Zug. Wenn euch das ein bisschen zu hastig ist, dann schreibt's gerne in die Kommentare. Dann mache ich's nächstes Mal wieder ein bisschen langsamer. So, die Velites ziehen sich zurück. Und jetzt kommen die ersten Angriffe der Legionen auf unsere Sarissa-Phalanx. Die schlägt sich relativ gut. Zermürbt, ja. Schlägt sich relativ gut, habe ich gerade gesagt. Das ist natürlich bitter. Problem ist, dass diese weiterentwickelten Legionen, die können halt auch noch, ihr seht das hier, die werfen auch noch Speere, ne? Heißt, die haben erstmal einen Fernkampfangriff und dann ihren Sturmangriff noch. 61 Schaden, die sind richtig gut hier. Da, gut, da ist der Feldherr drin. Hier kommt jetzt auch noch mal einer. Den haben wir schön abgewehrt. Oha. Also, jetzt wissen wir, warum die so stark sind. Krass. Passiert noch was? Ja, die Nahkampfphase natürlich. Bin mal gespannt, ob die jetzt hier nochmal standhalten. Na schön, die Plänkler haben sich zumindest gesammelt. Ob die jetzt nochmal irgendwo hier zum Einsatz kommen, ich weiß es nicht. Was machen wir mit den Plänklern jetzt? Greifen wir die Allei an, denn die hier im Nahkampf, die können wir ja nicht mehr. Weil wir quasi unsere eigenen Einheiten damit gefährden würden. Und... 1% Siegwahrscheinlichkeit im Kontakt. Holy Macaroni. Ja, dann geht ihr doch mal hier rum. Wollen wir mal hier durchgehen und hier ihre Flanke bedrohen. 26 Schaden, naja, immerhin, ne? So, ihr dreht euch mal hier rein. Beziehungsweise, oh, wartet mal. Mal rückgängig. Könnt ihr hier angreifen? Nee, das reicht nicht. Das wäre aber eigentlich gut. Deswegen, wartet mal, machen wir es mal so. Ihr dreht euch hier rüber. Krass, 5% Nahkampf-Siegchance nur. Aber hier erstmal den ersten Unterstützungsangriff. Eiligen. Direkt geschwächt, 70 Mann verloren. Oh. Ist ja unglaublich, wie stark sind diese reformierten römischen Legionen. Alles klar, the struggle is real. Puh. Also mal diese Plänkler hier verjagen. Stürm mich da. Aber wir kommen nicht dran. Wir kommen nicht dran. Zum 7. Kriegen wir hier einen Flankenangriff hin? Nee. Oh, wow. Nicht mal das. Oh, 70% Wahrscheinlichkeit einer Niederlage im Kontakt. Na gut, 10% dann, wenn wir drin sind, aber wow, wir versuchen es trotzdem. 70 Mann verloren, das gibt's doch nicht. Krass. Was machen wir mit den Plänklern hier? Vielleicht können die hier irgendwo durch sickern. Oh Mann, da müssen wir uns ja echt mal... Also die Kavallerie, die hier über den Flügel kommt, das ist, glaube ich, der entscheidende
Kaktor. Dann schieß mal weiter den Blossius. Das war jetzt nicht wirklich erfolgreich. Die wird doch hier hin marschieren können, ne? Dann gehen wir mal hier rein. Ja. So, die leichte Kavallerie aus dem Weg, bitte. Ja, und wenn das hier so krass abgeht, dann würde ich sagen, hier von außen bringen wir mal die Sarissa dann zum Zentrum rüber. Unentschieden im Kontakt, naja, immerhin. Wenn wir die angreifen, könnten diese uns in die Flanke fallen. Das heißt, wir müssten mit denen da angreifen. Können wir aber nicht, weil wir hier unterstützen müssen. Das ist wichtiger. Dann ziehen wir zumindest aber hier hoch. Also komm, greifen wir die an. Binden die da. Die hatten wir im Nahkampf noch nicht. Aber wenn wir im Nahkampf sind mit der Phalanx, dann sieht es passabel aus für uns. Aber diese initialen Kontakte, die sind halt das Problem. Hier seht ihr das, die werden jetzt wegrennen. Sie haben standgehalten. Das war wichtig. Sehr gut. Dann haben wir noch diese Kavallerie hier drüben, unsere. Könnt ihr denn hin darüber bitte? Könnt ihr euch noch drehen? Leider nicht. Damit wir hier hinten gegen die, zumindest gegen die Plänkler irgendwie mal was beschicken. Bitte drehen, bitte drehen. Wenn der hier hingeht, kann er sich dann drehen. Halt so wichtig, ne? Sonst kriegen wir da einen Flankenangriff rein und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. So. Hoffentlich haben wir jetzt hier nicht den der leichten Kavallerie hier den Rückzugsweg komplett dicht gemacht. Wow, also das ist interessant. Mindestens interessant. Ich will die da nicht angreifen. Wenn wir die angreifen, dann könnten uns diese hier in den Rücken fallen. Andererseits, na guck mal, 70%, ne, kann man nicht machen. Die sind viel zu schwach hier, die Söldner. Viel zu schwach, die können nichts gegen die Legionen ausrichten. So, jetzt kommen natürlich noch die Nahkämpfe, die wir noch nicht abgewickelt haben. Das war der eine da. Okay, die leichte Kavallerie geht nicht weiter hinterher, zumindest. So, und jetzt füllen sie hier die Lücken auf mit. Im ersten Angriff direkt zermürbt, ne? Das ist so krass. Wow, ich bin beeindruckt von den römischen Legionen. Hier waren wir ganz gut diesmal. Hier auch, aber beide Male haben sie standgehalten. Unentschieden hier unten, ja, das war auch wichtig. Natürlich, jedes Unentschieden hilft uns, bringt uns hier über die Zeit gewissermaßen. Dass wir mit unseren Sarissa-Phalanx-Einheiten das beschicken können. Widerstand gehalten, oh Mann, wie ärgerlich. Okay, die sind zumindest geschwächt jetzt. Der halt flieht weiter, ja gut. Puh. Das ist wirklich beeindruckend. So, hier kommt jetzt der Flankenangriff auf den General Cecilius Eliphas. Und das schwächt den schon mal direkt. Aber er hält dem. Wow, sie halten dem nächsten Angriff dann stand. So, dasselbe kommt hier unten. Auch geschwächt. Auch stand gehalten. Wir werden aber hier rüberziehen, um den Kreis jetzt zu schließen. Unentschieden und mit der Einheit hier hin. Genau, das heißt, wenn die geschlagen werden, können sie nicht fliehen.
Eingekesselt haben wir sie damit. So, was ist mit euch? Unentschieden wird da rauskommen. Ja. Wir machen mal ruhig hier weiter mit den Plänklern. Dafür haben wir sie ja. Und solange sie noch Munition haben, sollen sie die bitte auch gut einsetzen. Das wäre ein Flankenangriff, deswegen versuchen wir den. Ein Drittel Siegchance. Leider nicht wirklich erfolgreich. Da hatte ich mir jetzt mehr erwartet. Greifen wir mal hier hinten die Plänkler an, damit wir hinter das Zentrum der Feinde kommen. Und geringe Chancen haben wir hier nur im Nahkampf. Aber wir sind mit zwei Einheiten dabei, von daher lässt sich direkt zurückfallen. Hat hier mehr Verluste erlitten, als gesund ist. So, was mit euch? Nee, es ist ja alles. Ist halt wirklich hoffnungslos, ne? Hier vielleicht nochmal unterstützen. 79 Schaden geschwächt. Halt sofort geschwächt. So, die haben wir zumindest jetzt vertrieben. Plänkler. Eine Plänkler-Einheit, verdammt nochmal. Die Legionen sind unser Problem. Oh? Die haben sich standgehalten. Die werden wegrennen. Verdammte Axt. Unentschieden nur. Ach, da hätten wir erstmal noch einen Fernkampf machen sollen. Ja, gut. Hinterher ist man immer schlauer oder sowas. Auch nur unentschieden, unentschieden, unentschieden. Konzentrieren wir unsere Plänklerangriffe weiter auf Blossius, der jetzt geschwächt ist. So, und hier können wir den ersten Angriff gegen die Hastati reiten, der aber weniger erfolgsversprechend ist, als ich mir das wünschen würde. Von daher machen wir hier unten mal den Flankenangriff auf Blossius, der weicht aus. Aber wir können dadurch der 18. Legion in den Rücken fallen und haben sie zumindest geschwächt. Das war auch schon mal sehr gut. Wir machen jetzt hier oben mal den Angriff. Wir müssen irgendwie zu Rande kommen. Wow. Das sind doch nur Hastati in Anführungszeichen. Warum sind die so stark? So, jetzt werden sie sich aber gleich der geballten Übermacht der epirischen, epireischen Kavallerie gegenübersehen. Oh, die Elefanten bitte noch hinterher. General. Ja, ihr solltet jetzt ja mal hier den Schlenker in die Mitte machen. Das ist zwar ein ewig weiter Weg, aber was soll's. So, mit denen können wir nächste Runde vielleicht hier durch, endlich. Müsste ja jetzt Platz sein. So, haben wir Einheiten noch nicht befehligt. Die hier hinten, den General. Ah, hier ist noch eine. Ja, die wird da abwarten müssen. Okay, das sind die einzigen Einheiten. Dann gehen wir die nächste Runde. Ja, gerät in Panik. Die Toriophoroi, unsere Söldner. Die restlichen Einheiten um zu haben aber standgehalten, was sehr wichtig ist in der Situation hier. Okay, Plänklerangriffe gegen Drakon und seine Kavallerie. Unentschieden hier, das ist sehr gut. Oh, da kommt der Flankenangriff gegen unsere. Oh, das ist nicht gut. Die Söldnerkavallerie links außen. Ha. Wir sind jetzt hier durchgerannt. Wollen wir gleich mal schauen, wie wir damit umgehen. Oh, verloren, aber trotzdem standgehalten. Und die sind schon zermürbt. Hier auch nochmal standgehalten. Was haben wir hier? Toriophoroi. Kavallerie auch. Ganz schlecht sieht die aus gegen die. Oh, hier hält der Gegner stand. Ganz schlecht sieht sie aus gegen die Legionen. Den müssen wir aber doch gleich im Sack haben hier. Gegner geschwächt, ja, sehr gut. Standgehalten leider. Ah, schade.
auch nochmal standgehalten. Aber wir sehen das, unsere zahlenmäßige Überlegenheit. Ah, der hält auch nochmal stand. Ist da noch ein Kampf? Ich sehe es gerade nicht genau, ich glaube nicht. Unentschieden. Hier, doch, aber er hält nochmal stand. Das ist wirklich beeindruckend. Also die Legionen nach den magischen Reformen, und die kriegen ja später nochmal eine Reform, ne? Der Name ist mir gerade entfallen, aber wow. Wie soll man mit denen Schritt halten? So, wir greifen hier hinten weiter an. Kriegen wir noch hier irgendwen im Rücken? Schöner Rücken kann auch entzücken. Gehen wir hier weiter, damit die uns hier nicht... Kommt hier ein Angriff? Ja, ein Flankenangriff auf Anzius, den Oberbefehlshaber. Leichte Schäden leider nur verursacht. So, unsere leichte Kavallerie kann hier hinten die Velites bearbeiten. Flankenangriff, vielleicht kriegen wir, ja, geschwächt zumindest schon mal und zermürbt. Sehr gut. Hätte ich ja gar nicht erwartet so. Okay. Die Truppe. Komm mal hier hin, könnt ihr euch dann noch drehen? Nicht. Hier schon, okay. Da kommen wir nicht ran. Wir greifen die mal an, in der Hoffnung, dass wir jetzt die verfolgen. Und nein. Folgeangriff gibt es hier leider nicht. So, jetzt haben wir hier besagte Alai, die hier durchgerückt sind. Da werden wir unsere leichte Kavallerie hier als Reaktion rübernehmen. Und mit der schweren Kavallerie ausweichen. Hier drehen wir uns mal. Genau. Und na, das sollte eigentlich reichen, ne? 98%. Gerät in Panik. Jetzt ist die Kavallerie vorgerückt. Greift jetzt hier an. Nächste Einheit in Panik. Kriegen wir noch einen Folgeangriff. Löst sich auf. Ah, leider nicht. Schade, schade. Blossius ist zermürbt. Leider können wir den aber jetzt mit den Einheiten nicht angreifen. Die fliehende Legion angreifen? Ja, machen wir ruhig. So, ihr setzt euren Marsch bitte fort. So, haben wir jetzt hier drüben noch Einheiten, die nichts getan haben? Nee, die sind alle soweit jetzt hier im Kampf gewesen. Die noch nicht. Der Reihe soll da bleiben. Okay. Die haben sich bewegt, die auch. Schade. Aber diese Flankenangriffe durch die Kavallerie, das ist jetzt das, was wir brauchen. Das ist jetzt quasi die Hammer- und Amboss-Taktik, wie wir sie auch von Alexander dem Großen kennen. Leider halten die Legionen hier nochmal stand. Was war das? Die 23. Ja. Gut. Zeit, die Plänkler durchs Zentrum nach vorne zu schieben. Die Richtung schon mal ausrichten. Ihr kommt hier rüber. Dann können die noch angreifen. Oder sollten sie ruhig auch machen. Sollen da ruhig unterstützen. Ah, vielleicht hätten wir mit denen erstmal gucken. Die sind sofort zermürbt. Ey. Und das, obwohl da der Oberbefehlshaber drin ist. Ne? Dadurch sind die halt noch stärker im Kampf eigentlich. Dass sie einen General dabei haben. Es ist wirklich erschreckend. Diese Überlegenheit der römischen Legionen nach den magischen Reformen. Aber ich wiederhole mich. Nochmal standgehalten, Herr Jemini. Ist doch unglaublich. Jetzt zerstört den doch endlich mal hier. Flankenangriff. Nochmal standgehalten. Jetzt habe ich auch gleich keine Einheiten mehr, mit denen ich angreifen kann. Das gibt's doch nicht. Guckt euch doch mal diese Einheit an unter Curtius Ripius Ripanus. Na gut. Machen wir hier oben weiter. Vielleicht kriegen wir den. Nee, kriegen wir auch nicht. 42. Standgehalten. Natürlich, was auch sonst. Was auch sonst.
So, weitere Plänkler am Werke. Das sollte ein starker Flankenangriff sein, mit der Kavallerie zumindest schon mal geschwächt hier. Vielleicht kriegen wir... Nee, das wird nichts. Problem ist halt, dass die hier im Rücken angegriffen werden. Und es gibt nichts, was wir dagegen tun können gerade. Kriegt da keine Einheit rüber. Die haben sich schon bewegt, ja. Stellen wir die mal so hin, vielleicht können die dann hier reinschwenken. Die werden kämpfen und wahrscheinlich verlieren. Das heißt, wir sollten da schon mal eine weitere Reserveeinheit rüberbringen. Die haben nichts gemacht. Können sie auch eigentlich nicht. Die haben nicht. Okay. Dann sind das also weit alle Einheiten gewesen. Wie ist der Stand der Dinge, liebe Leute? Hier, wo wir überlegende oder wo wir unsere Sarissa-Phalanx haben, sieht es sehr gut aus. Wir haben hier einige Einheiten zermürbt, dadurch, dass wir auch Flankenangriffe reiten konnten. Das war sehr wichtig. Das wird auch im Zentrum jetzt sehr wichtig werden. Und die römischen Legionen leisten hier hartnäckigen Widerstand. Ich denke aber, dass wir mit unserer Kavallerie-Überlegenheit, da haben wir ja deutlich mehr als die Römer, die haben hier nur diese eine Einheit, jetzt in der nächsten Runde entscheidende Flankenangriffe werden reiten können, die uns dann hoffentlich den Sieg bald bringen. Allerdings sehen wir ja am Beispiel von der 19. Legion hier unter Curtius Ripanus, dass die Römer auch eine sehr, sehr starke Durchhaltekraft haben, Durchhaltevermögen haben, dass sie hartnäckigen Widerstand auch im Kessel leisten, natürlich noch umso verzweifelter, psychologisch gesehen. Aber ich bin sehr gespannt, wie es in der nächsten Runde weitergeht oder in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin, macht's gut, euer Jan.